Ja, liebes Löwenrudel, willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Mass Effect in der Ultimate Edition, sprich, wo sie die Grafik aufgepimpt haben, ein paar Quality of Life Features mit eingefügt haben, etc. Und es ist wirklich, wirklich lange her, dass ich das letzte Mal Mass Effect gespielt habe, aber es hat so eine tolle Story, so ein schönes Rollenspiel, und ich habe gedacht, why not? Spielen wir es doch nochmal. Und die Ultimate Edition habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist jetzt ein First. Ich habe zwar mal ganz kurz reingespielt, um zu gucken, ob es aber da alles passt. Aber ja, ich denke, das machen wir. Ich weiß noch nicht, ob ich alle drei Teile spielen werde. Aber ich werde das auf alle Fälle ein paar Folgen produzieren und auch im Livestream spielen mit euch. Und ja, schreibt es mir in die Kommentare rein, ob ihr das per se gut findet oder nicht. Ob es euch das interessiert. Hat jetzt mal nichts mit der Eisenbahn zu tun. Ja, ich würde sagen, wir machen eine neue Karriere. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Ja, also ich würde ganz original mit dem John Shepard und ich mit der Jane gehen. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ja, ich glaube, ich lasse auch bei John. Profilwiederherstellung beendet. Von der Erde in Reputation einziger Überlebender. Ja, wobei... Nee. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang anpassen. Zu Ihrem Profil zu erhalten. Die. Eventuell männlich. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil John. Zu erhalten. Ich möchte aber die anderen Sachen gern anpassen. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. So, was hat mein Zeit Backup? Vor dem Dienst bestätigen. Ich möchte Raumfahrer sein. Psychologisches Profil bestätigen. Skrupellos, so möchte ich auch ein bisschen spielen. Militärische Spezialisierung bestätigen. Und... Ja, nachdem ich so ein Fan für Fernkampf bin, werde ich auch den Infiltrator machen. Gesichtsidentifikation bestätigen. Ah, nee, das lasse ich so. Das passt ganz gut. Profilwiederherstellung beendet. Jo. Identifikation bestätigt. Ah, Kampfschwierigkeit normal. Stufenaufstieg machen wir auch selber. Wir machen klassisch. Der Titel lassen wir an. Autospeichern ist auch okay. Tutorials lasse ich mal an, weil es wirklich lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, und... wird, dann halt auch ich die Klappe. Was wissen wir über Shepard? Er ist ein Raumfahrer. Hat die meiste Zeit seines Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide seine Eltern waren bei der Flotte. Fast seine ganze Einheit wurde auf Torfahren getötet. Er erledigt seine Aufgaben um jeden Preis. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Ich meine, das Spiel hat damals schon geil ausgeschaut, aber jetzt mit der gepimpten Grafik, glaube ich, wird es noch einiges geiler aussehen. Ah, ich freue mich drauf. Auch wenn ich schon mal gespielt habe. Ah. Die Musik. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Auch das Schiff vom Design her so geil. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1.
Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. So, und jetzt dürfen wir auch zum ersten Mal selber spielen und ganz klein wenig sieht man das Alter vom Spiel, aber es sieht halt echt hübsch aus. Hammergeil. In den Gesichtern halt teilweise. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte das vorbei, das erste Mal wieder spielen. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, okay, Preston. Wir sollen da in den Kommandoraum. Der ist da hinten. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Okay, ich glaube, mit Leertaste ist es mit dem Sprechen. Bevor ich da jetzt gleich anfange, jede... Commander also. Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ich bin bei den Marines und nicht auf einem Ausflug. Aber dieser Planet ist mehr als ein Ausflugsort, nicht wahr, Shepard? Eden Prime ist ein Symbol für Sie. Eine perfekte kleine Welt am Rande Ihres Territoriums. Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Das habe ich mir auch schon zusammengereimt. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt.
Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Die Berichte über ihren Einsatz auf Torfahren waren beeindruckend. Ein harter Job. Aber sie haben ihn erledigt. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Und wenn ich gar kein Spectre werden will? Es geht nicht nur um Sie, Shepard. Es ist wichtig für die Menschheit. Wir zählen auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihilus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Also bevor ich jetzt gerade weitermache, das Gesicht von Nihilus sieht ja einfach mega geil aus. Generell von den Turianern so cool gestaltet. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit zu gehen. Und seine Stimme vom Shepard, die haben sich da wirklich geändert. Ich muss mal all die Videos angucken, aber das klingt so anders. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen! Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Nihilus, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Nihilus wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. So, und endlich geht's los. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. So, und jetzt, wie war das mit Shift? Feuern Sie mit linken Masse. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, ja. Also mit Shift sehe ich meine Kollegen und kann die Waffen auswählen, die sie haben sollen. Gut, er kann nochmal auf Scharfschütze machen. Er das normale.
die Sonderfähigkeiten und jetzt gehen wir dann mit Escape in den Squad rein. Die Talentpunkte. Wir haben nämlich am Anfang welche. Sagen. Arthur. Schmeicheln und Einschüchtern hätte ich gern. Und bei Caden. Bei ihm mache ich zwar automatisch und bei Richard ebenfalls. So wirklich reingucken. Ich hätte gerne Kampf. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gastaschen. Keine Sorge, die sind harmlos. Harmlos aus. Okay. Oh Gott, was ist hier geschehen? Sieht man ja gar nichts. Aber es ist echt noch sehr hübsch und gut aufgearbeitet. Nicht die geringste Chance. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Sir. Medigeld mit für die Heilung verletzten, damit du besahl, dechiffriere. Alles klar. Also immer schön sammeln. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche sie an der Schon wieder Punkte kriegt der Tatsache. Okay, dann würde ich gern auf Bator wegen der Hitze. Und dechiffrieren machen wir nochmal. Bei der Punkte kriegt. Ja, bei dir mache ich es automatisch wieder. Grabungsstelle okay. Einzuholen. Seien Sie im Squad. Mit Link gibt es das Befehle oder verwenden Sie Z, Ihr Ziel angreifen. Q oder E schicken Sie. Ah, okay, zum Vorschicken. Ah, okay. Ja, da war ja was. Was ist low? Okay, hier. Das ist auch wieder zu mir. Ah, mit C kommt er wieder zu mir. Okay. Ich sag, er soll da irgendwo hingehen. Ja, kein Problem. Ich dachte, dass ich es schaffe. Ja, doch, die sind nicht so schwer. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir?
Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe, gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Kann ich mir Untersuchungen machen? Geht Sender vor dem Angriff zu Niles? Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht-organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseus-Nebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Okay. Also, Robert. Vor dem Angriff geht's in der... Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Ja, da wollten sie eigentlich beobachten. Okay, das käme am Truppenbildschirm zur Öffnung drin. Dabei, alles klar. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Nur ein bisschen aufwendig, sowas aufzustellen, um nur dann jemanden hier da aufzuschließen. Ein bisschen länger. Laufen Sie zum Wegpunkt, um hinter eine Felsendecke zu gehen. Ah ja, Deckungssystem. Läuft vollautomatisch. Gehen und er macht's. Okay, jetzt sage ich mal hier. Einmal hin. Alles muss man hier selber machen. Was hier? Zwei. Ach da! Ich glaube, später soll ich das nicht mehr machen. Die Deckungen noch recht wichtig werden. Ich habe es zumindest so im Kopf. Doch mal hier hin. Okay, schon tot. Plündern kann man ja nicht. Ah, die sind aber. So, der Striker Schrot für den Hurricane. Ja, nehmen wir mal alles. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Dann auf zum Camp. Ja. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Mach das. Ja, auch einfach viel zu einfach.
Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Sie leben noch! Was haben die Gegner ihnen angetan? Ah ja, was? Mit den Waffen bin ich mir noch nicht so sicher, was ich da verwenden soll. Was tun? Upgrade Kit. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Für den Zugriff auf einige verriegelte Objekte ist die Fähigkeit Dechiffrierung oder Elektronik erforderlich. Also Schlösser knacken. Gehen Sie zum zentralen Kern vor, bewegen Sie sich mit der Maus und den Ring links und... Blablabla. Okay, alles klar. Sagen wir mal. Start, den man alles überbrücken. Halb der Zeit. Irgendwie da. Ah, okay. Bogger-Style. Okay. Coole Sache. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Worn und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Bitte ruhig, das ist doch nur ein Sender. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Esoterik oder was ist mit ihm? Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ich kann ihm das Maul stopfen. Würde ich normalerweise nicht tun, aber ich will sehen, was passiert. Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Meine Stimme muss gehört werden. Grundgütiger, was haben Sie getan? Das war ein wenig extrem, Commander. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Unüberlegtes getan hätte. Oder etwas Gefährliches. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Viel Glück, Commander. Soll er jetzt hier vielleicht verschwinden? Er ist so bereit. Ich hab jetzt gedacht, dass er wirklich ausnockt. Ja, alles, was ich hier mache, hat irgendwie Konsequenzen.
gern wieder Sniper. Saren! Nihlas! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Der ist vom Gesicht her. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich. Weiß gar nicht, inwiefern Schleichen eine Option ist. Runter, und ich bleib hier hinten. Und schnapp mir erstmal die Kiste. Ja, ja, alles mitnehmen hier. Wir können uns mal sagen, C, kommt's mal her. Wow, wow. Wow. Wir hätten hier. Commander, es ist Nihlas. Ja, gleich. Kommentieren würden. Hey, willst du da nicht da hingehen? Mal nach ihm gucken. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Sie sagen, Nihlas wurde von einem Turianer getötet. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihlas getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform, war wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Ja, und die haben dich wirklich nicht gefunden? Wie kommt es, dass sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Paula Sack. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Erst drücken Sie sich vor der Arbeit und dann bleiben Sie in Ihrem Versteck und sehen zu, wie die Geth hier alle abschlachten?
Ich habe nicht mal eine Waffe. Was hätte ich denn machen sollen? Rausrennen und sterben? Ich konnte sie nicht retten. Niemand konnte das. Es war schrecklich. Angriffssender. Ja, einen Sender würde ich gerne. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist. Scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Ah, und das Schiff, das hat er ja auch noch erwähnt. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Ja, okay. Ich glaube, wir haben hier alles. Wir gehen. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. In? Wird doch Sinn machen, dass er mit uns mitkommt. Oh. Pistole ist jetzt irgendwie doof. Einfach aus dem Nix ohne Ankündigung. Danke. Das ist jetzt so. Kontrolltaste. So, ja, klar. Das und feiner Weg können mit Hilfe des Massen. Ach so. Der macht das auf das, was ich anvisiert habe. Okay, was kann ich jetzt da machen? Ich überhitze die Waffe des Feindes in der Nähe und versucht geringen Brandschaden. Shit. Der ist einfach mal auf uns zugelaufen. Die Genauigkeit ist für den Arsch. Ist hier noch ein. Krieg ich aber nicht. Na komm, raus hier. Wie ist ansatzweise? Komm raus hier. Mit der KI, das ist nur. Wie kriege ich oder wie kann ich ein Medikit da nutzen? So, einfach nur einmal raufklicken. Ja, okay, alles klar. Okay. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren.
Ja, ich glaube, wir kriegen jetzt Stress. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ja, ich kann nur nicht schneller laufen, sonst wird das hier. Und dann hochgehen lassen ist keine Option. Ja, kümmert sich mal um das. Ich schau mal wegen der Sprengladung. Also während des Scherzes mit Rücken an. Verwendet. Also bei der KI hätte ich so ein bisschen was machen können. Und wieder die Rückenmethode der Entschärfung. Wieder zu mir. Die andere Bombe. Und wieder die Rückenmethode. Sehr effektiv. Okay, jetzt haben wir wenigstens keinen Stress mehr. Erlaubt. Der guten Blut. Ach ja, jetzt haben wir keinen Stress mehr. Umholen. Zu spät. Ich hätte gern hier so ein Ding nochmal genutzt. Ich muss noch mehr auf mein Leben achten. Ihr zwei braucht es ein bisschen mehr Clips. Sagen, die sollen... Ah, okay, anvisieren und dann... E und Q drücken, damit sie den angreifen. Das steht einfach so da. Bevor ich mal den hole, werde ich hier mal... Norman D., der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche, funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Norman D., ich warte. Dann zu viel Shepard für den Sender. Okay.
Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Doktor? Dr. Chalfas? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Williams. Sie haben die ganze Mission gefährdet. Seien Sie nicht so streng mit ihr, Commander. Wir haben keine Ahnung, was es ausgelöst haben könnte. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson! Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Die Geth hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so, aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen... Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont.
Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Ja, was sagen wir denn? Ich hatte die Vision und der Sender ist einfach explodiert. Glaubt's mal? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Eben. Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ah ja, hört einfach recht. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht helfen werden. Wir werden ihn, ja, entlarven. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Spannend. Ja, dann machen wir das doch mal. Auch bin ich. Also es ist schon so lange her, dass ich wirklich nicht mehr im Detail weiß, was alles passiert. Hey, Commander. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jeder gute Soldat muss irgendwann sterben. Diesmal war er dran. Wenn Sie meinen, Commander. Aber eigentlich überrascht mich Ihre Meinung dazu nicht. Nicht nach dem, was auf Torfan geschehen ist. Das muss die Hölle gewesen sein. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Und von Ihnen erwarte ich das Gleiche. Ich bin der Allianz treu verbunden. Ich muss mit Joker sprechen. Leben Sie wohl, Commander. Hat ein bisschen weh hier, so die Badass-Rolle zu spielen. Aber ich will es einfach mal machen. Sagen wir, gehen wir mal hier drauf. Ah ja, das sieht richtig aus. Okay, und wir sollten... Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Gigantisches Schiff. Die Ascension. Das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an.
Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat. Aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihlis jetzt tot. Und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadell-Turm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Okay. Ja, mal schauen, bis jetzt gleich weitergeht. Wir sind jetzt da und es sieht einfach mal mega geil aus. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Okay. Ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Episode. Schreibt es mir in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat, ob ihr da unbedingt noch mehr sehen wollt. Und nächsten Mal, euer Bravo. Tschüss.